Frau Professor Schäfer, Sie sind Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Sie leiten dort die Abteilung 3, die sich mit historischen Prozessen und Artefakten des Wissens befasst. Und ein Fokus der Abteilung werden Planungsgeschichten sein. Was muss man sich unter Planungsgeschichten im Plural wohl auch vorstellen? Ja, zuerst einmal genau das, was das Wort sagt, dass es um Planung geht, dass es um den Prozess geht, Dinge wirklich zum Laufen zu bringen. Das heißt, hier wird Wissenschaftsgeschichte in enger Verflechtung mit Technikgeschichte, materieller Kultur untersucht. Das Artefakt und das Handeln steht im Vordergrund und wie Wissen aus Handeln generiert wird und zum Beispiel in Artefakten abgelegt wird. Das heißt, man geht eigentlich den umgekehrten Weg einer Wissenschaftsgeschichte, die aus einer europäischen Tradition gespeist ist, die sich sehr stark mit dem Konflikt zwischen theoretischem und praktischem Wissen beschäftigt hat. Den umgekehrten Weg, können Sie den noch ein bisschen näher erläutern? Ja. In der europäischen Wissenschaftsentwicklung wurde sehr lange davon ausgegangen, dass die Übersetzung in theoretisches Wissen wesentlich zu einer wissenschaftlichen Revolution geführt hat. In den letzten Jahren kam es zu einer grundsätzlichen Revision dieser Art der Wissenschaftsgeschichte und es ist sehr klar geworden, dass Praktiken sehr stark eigentlich dazu beigetragen haben, wie sich wissenschaftliches Denken und Handeln entwickelt hat. Wenn Sie in die chinesische Tradition schauen, dann sehen Sie sehr viele wissenschaftliche Ideen, die ebenfalls in Europa sehr wichtig für die Wissenschaften waren, haben dort auch stattgefunden, aber sie sind zum Beispiel völlig anders abgelegt worden. Sie haben auch eine völlig andere Entwicklung gehabt. Man sieht, dass diese Entwicklung sehr stark, auf jeden Fall aus der historischen Perspektive im Handeln und in Artefakten, auf jeden Fall ihre Überbleibsel gefunden hat und aus dieser Perspektive heraus auch sehr stark mit Planungsvorgängen in Verbindung gesetzt wurde. Und zwar Planungsvorgängen aus der Perspektive des Staates, der gesellschaftlichen Entwicklung, aber auch der Entwicklung des Einzelnen. Und hier ist sozusagen eine ganz andere Entwicklung auch der Wissenschaften vorangetrieben worden. Diese anderen Entwicklungen kann man ja offenbar auch bei dem Umgang mit Marken erkennen, den Sie auch erforscht haben. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Also was Marken eigentlich zum Beispiel auch über die Gesellschaft und der Umgang mit Marken über die Gesellschaft erzählen kann? Das ist ein sehr schönes Thema, weil es natürlich auch an die modernen Traditionen, die besonderen Stellenwert, den Marken tatsächlich in unserer Gesellschaft für die Kenntlichmachung von Kreativität, Originalität und Innovation inzwischen erhalten haben. Vielen wird vielleicht bekannt sein, die Porzellanmarken, die sogenannten Regierungsmarken, die man unter mingzeitlichem blau-weißen Porzellan finden und die tatsächlich angeben, in welcher Regierungsperiode, also zu welchem Zeitpunkt dieses Produkt in den kaiserlichen Werkstätten erzeugt wurde. Solcherlei Marken findet man auch auf vielen anderen Produkten, Seide, Salzen, Tee etc. etc. Diese Marken haben aber eine völlig andere Tradition in China. Sie kommen aus dem Planungsgeschehen oder der Idee, wie man eigentlich Eigentum verankert und wie man Qualität sichert. Und aufgrund dessen begannen die staatlichen Werkstätten ab einem bestimmten Zeitpunkt die Namen der Handwerker und der Beamten, die in die Produktion involviert waren, auf die Artefakte selber zu drucken. Und so konnte auf jeden Fall idealerweise der Staat nachvollziehen, wer welche Steuern geliefert hatte und wer tatsächlich für die Qualität des Produktes verantwortlich war. Ungefähr im 16. Jahrhundert haben sich diese Marken aber zu einer Art Markierung eines imperialen Eigentums umgewandelt. Und hier sieht man eben ganz deutlich, dass die Idee von
wo Kreativität liegt, wie man Qualität sichert, wie man überhaupt über Planungsvorgänge denkt, eine völlig andere ist, als wir sie vielleicht aus der Tradition der Handwerkermarken aus Europa kennen, die ja tatsächlich festgelegt wurden, um einem bestimmten Handwerker, in dem ein bestimmter Handwerker auch einfach Eigentum an diesem Produkt angemeldet hat, aufgrund dessen sich dann das Patentrecht zum Beispiel auch entwickelte. Sie haben jetzt schon China sehr viel ins Spiel gebracht. Das ist kein Zufall, denn Sie kommen selbst aus der Sinologie, also befassen sich schon sehr lange Jahre mit China. Sie haben Sinologie studiert und später auch promoviert in Würzburg. Sie hatten Auslands- und Forschungsaufenthalte an der renommierten Zhejiang-Universität in Hangzhou. Sie waren in Taiwan und haben aber außerdem auch geforscht und gearbeitet an der University of Pennsylvania. Waren früher schon mal am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und haben seit 2011 einen Lehrstuhl, eben aber auch für China-Studien an der University of Manchester. Wie kam es eigentlich, dass Sie sich für China interessiert haben? Das ist eine sehr typische Frage, die sehr viele stellen. Tatsächlich kam es aus einem Interesse an der Sprache und der Kultur. Und daraus hat sich ein sehr starkes, oder damit verbunden war ein sehr starkes Interesse an der Entwicklung der Technik und Wissenschaft. Ich kam eigentlich zu den China-Wissenschaften als ein echter Neuling, bin dann in eines der wohl, glaube ich, am stärksten mit China verbundenen Themen eingestiegen, die Seidenherstellung. Diese Arbeit war auch sehr stark geprägt von technik- und wirtschaftshistorischer Perspektive. Und hieraus hat sich eigentlich ein zunehmendes Interesse entwickelt, zu verstehen, wie sich wissenschaftliche und technische Entwicklungen in China tatsächlich abgespielt haben und was eigentlich zum Erfolg vieler dieser Konzepte und Systeme geführt hat. Und dadurch entdeckt man natürlich auch die Geschichte als ein reiches Repositorium an Ideen, Alternativen und wirklich sehr interessanten Entwicklungen. Sie werden sich dennoch in der Abteilung und auch als Direktorin des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte eben nicht nur ausschließlich mehr China widmen. Wie wollen Sie den Bogen schaffen oder was haben zum Beispiel auch die anderen Länder, mit denen Sie sich dann hier befassen werden, vielleicht gemeinsam mit China? Was ist der gemeinsame Nenner und auch vielleicht bei diesen Planungsgeschichten? Vielen Dank für diese freundliche Frage. Wie gesagt, habe ich ein wirklich sehr starkes Standbein in der Technikgeschichte. Das heißt, meine Interessen in die Wissenschaftsgeschichte hinein kamen auch aufgrund der Beschäftigung mit praktischen und materiellen Dingen. Planungsgeschichten sagt, glaube ich, sehr schön, dass hier Technikgeschichte eine sehr große Rolle spielt. Denn fast bei allen Vorgängen, die zum Ziel haben, Dinge zum Laufen zu bringen oder die Umsetzung zum Ziel haben, spielt Technik als soziales System und als materielles System eine sehr große Rolle. Und genau da sehe ich keinen regionalen Schwerpunkt. Ich denke, dass meine Arbeit aus China heraus einem zeigt, wo man vielleicht hinschauen muss, wo man noch nicht hingeschaut hat und wo es sich lohnt, in allen Regionen der Welt besser hinzuschauen. Was für Projekte stehen dann jetzt in der Abteilung zum Beispiel auf der Agenda? Wir haben verschiedene Projekte, die sich vor allen Dingen momentan mit zwei großen Themenbereichen beschäftigen. Zum einen geht es um die grundsätzliche Idee, wie wirtschaftliches Planen und Organisieren, Materialität, also die tatsächlichen materiellen Voraussetzungen, die sie benötigen, um Dinge zum Laufen zu bringen, wie das mit der wissenschaftlichen Entwicklung zusammenhängt. Ein Teil der Projekte beschäftigt sich mit der Ablage von Informationen und dem Wiederauffinden von Informationen. Ein Beispiel hierfür ist Martina Sieberts Arbeit, die versucht aus der Marginalie heraus, es geht um die agrikulturelle Bewirtschaftung der Lotusteiche im Kaiserspalast, ein systemischer Ansatz für Wissen entwickelt wurde.
Aber genauso untersuchen wir ähnliche Fragen im Kontext der amerikanischen Industrialisierung. Hier untersucht Nina Lerman, wie Kinder eingebunden wurden, um das Gesamtsystem zu stützen. Also ein wesentlicher Aspekt dieser Arbeit ist auch, Planungsgeschichten nicht als eine Top-Down-Entwicklung zu verstehen, sondern auch zu verstehen, dass viele Faktoren dazu führen, dass ein System, eine Planungsgeschichte entsteht. Ich wünsche Ihnen bei der Erforschung dieser Planungsgeschichten viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bitteschön.